Leute, heute möchte ich euch dieses Buch hier vorstellen. Wer sucht schon das große Glück von Denise Deegan? Ist erschienen im CBT Verlag, der mir dieses Buch freundlicherweise zugeschickt hat. Ich bedanke mich dafür. Es hat, ich weiß es gar nicht, ich habe jetzt vergessen nachzugucken, so um die 360 Seiten, ein paar mehr, 367 Seiten, ganz genau. Und kostet 8,99 € in Deutschland und 9,30 € in Österreich. Und ist eigentlich der dritte Teil dieser Reihe von Denise Deegan. Das hier ist der erste Teil, Wer braucht schon Liebe? Und der zweite Teil heißt, glaube ich, wer denkt heute schon an morgen? Ganz genau so heißt er. So sehen die aus, drei zusammen, erster, zweiter und dritter Band. Ich habe jetzt nur hintereinander direkt den ersten und den dritten Band gelesen. Und ich würde euch nicht raten, das so zu machen wie ich. Ich würde euch raten, es in der richtigen Reihenfolge zu tun und den zweiten Band auch zu lesen, wenn ihr Interesse an dieser Reihe habt. Denn ich sage euch jetzt schon, dass direkt auf der ersten Seite die gesamte Handlung gespoilert wird aus den ersten beiden Bänden. Und dementsprechend weiß ich schon, was im zweiten Band passiert. Und ja, das war so ein bisschen schade. Aber das hätte man auch vorhersehen können, weil ich wusste ja, dass das ein dritter Band ist. Von daher bin ich selber schuld. Aber wenn ihr Interesse an dieser Reihe habt, lest die ganze Trilogie von Anfang an. Ich werde jetzt aber allerdings nicht spoilern, was in den anderen passiert ist. Ich sage euch jetzt erstmal, was in diesem Buch passiert. Und zwar geht es um die 16-jährige Rachel. Und die hat quasi ein perfektes Leben. Sie hat eine tolle Familie, die besten Freundinnen der Welt und einen Freund, mit dem sie sich einfach total wohl fühlt und ihn sehr gern mag. Und sie hat eine Leidenschaft, und zwar der Schauspielern. Und da ist es eines Tages so, dass sie eine Rolle bekommt bei einer Daily Soap, glaube ich. Das ist eine ganz winzige Rolle, nichts Weltbewegendes. Aber für sie ist das halt wundervoll, weil sie als Schülerin quasi noch nebenbei ihren Traum erfüllen kann. Und sie freut sich super darüber, und als sie dann dahin kommt, an das Set von der Daily Soap, merkt sie erst, dass da ja noch jemand mitspielt, den sie schon von früher kennt, von ihrer Kindheit kennt. Und das war damals ein Mädchen, das sie ganz furchtbar gemobbt hat. Und jetzt hat sie natürlich Schiss, dass das Ganze nochmal von vorne anfängt. Obwohl sie eigentlich davon ausgeht, dass sie schon darüber hinweg ist. Und ob das wirklich wieder von vorne losgeht oder ob es sich alles ins Lot bringt und was noch außerhalb dessen mit ihren Freundinnen und so weiter passiert, müsst ihr selber lesen, denn die Freundinnen sind ja die Protagonisten aus den anderen beiden Bänden. Also im ersten Band geht es um Alex und im zweiten um Sarah und jetzt im dritten um Rachel, und das sind halt diese drei Freundinnen. Aber natürlich geht es nebenher auch um die Geschichte der anderen Freundinnen, weil das läuft ja nebenbei immer weiter. Von daher, Rachel lernt man halt schon im ersten Band kennen, und da kommt sie auch, glaube ich, mit ihrem Freund zusammen, den sie im dritten immer noch hat. Und von daher würde ich schon halt raten, es von Anfang an zu lesen, wenn man die ganze Geschichte haben will. Aber man kann es theoretisch auch nur so lesen. Jetzt erstmal zu meiner Meinung. Ich habe dem Buch 3,5 Sterne gegeben letztendlich. Es hat mir besser gefallen als der erste, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie der zweite mir gefallen würde, weil der schon sehr gelobt wird. Agathe lobt den zum Beispiel so stark, und auch bei Amazon hat er wirklich sehr gute Kritiken. Von daher gehe ich mal davon aus, dass er mir besser gefällt als der erste. Auch dieser hier hat mir besser gefallen, aber das ist mehr so eine persönliche Note, weil hier geht es halt viel um Mobbing. Es geht halt darum, wie Rachel darüber hinweggekommen ist in der Kindheit und wie schlimm das war und all sowas. Und damit kann ich mich halt gut identifizieren, weil, ja, schaut mich an. Ich wurde in der Kindheit auch, nicht so gut behandelt, auch gemobbt, würde ich mal sagen. Und deswegen kann man sich gut damit identifizieren, falls man selber sowas mal durchgemacht hat. Wenn nicht, kann man das, glaube ich, trotzdem, weil es wird halt gut beschrieben. Und, das war das Gute daran. Ich mochte auch Rachel sehr gern. Ich mochte Rachel von Anfang an, von den drei Freundinnen am liebsten, weil sie so irgendwie die netteste von allen ist und die umgänglichste, die nicht so kompliziert ist wie die anderen. Und das hat man hier auch gemerkt. Sie ist auch irgendwie so ein bisschen die schüchternste vielleicht. Vielleicht kommt das einfach meinem Charakter sehr nahe. Deswegen mochte ich sie sehr gerne. Ich mochte auch ihren Freund, und ich fand es schön, dass die hier drin die Liebesgeschichte quasi nicht so kompliziert gemacht haben. Das war aber auch nicht im Fokus. Es ging halt vor allem um diese
Daily Soap Sache, um das Mobbing und um die Freundschaft und um die Geschichte der anderen, die dann halt auch weitergeführt werden. Das war auch das, was mir nicht so gefallen hat. Ich bin halt so jemand, der halt so die perfekte Welt braucht in Büchern, weil Realität haben wir in der Realität schon genug und da gibt es genug Drama und schreckliche Sachen und deswegen mag ich es gerne, wenn eine Geschichte am Ende so ein Happy End hat. Wisst ihr, was ich meine? Und das hatten die anderen Geschichten, glaube ich, nicht. Also der erste Band endet echt sehr offen und das geht wahrscheinlich auch im zweiten dann weiter. Ich weiß nicht, wie der zweite endet. Ich denke mal mit einem dramatischen nicht so schönen Ende quasi, weil das halt, wie gesagt, schon gespoilert wurde. Und auch hier geht es halt mit den Charakteren weiter, sodass es, also ihr Leben ist überhaupt nicht perfekt. Und aber bei Rachel ist es halt so, dass ihr Leben halt quasi doch schon in einem Happy End mündet. Deswegen mochte ich das gerne, aber ich mochte es halt nicht so gerne, dass die Leben der anderen, dass die Geschichten der anderen beiden so durcheinander gewirbelt wurden. Deswegen, ja, ich bin halt so jemand, der so das Happy End, das so wunderbare Märchenende gerne hat. Und wenn das die anderen Geschichten zum Beispiel jetzt nicht hatten, war das halt nicht so ganz meins. Aber jeder, der so eine realitätsnahe Geschichte gerne mag und jeder, der halt auch sehr starke Probleme mag in Geschichten, die da halt gut thematisiert werden, der wird da drin sicher seinen Spaß haben und das finden, die tiefgehenden Probleme und so weiter. Das ist halt keine unbedingt seichte Teenie-Geschichte, ist halt teilweise auch, aber es geht halt auch sehr oft in die Tiefe, es geht oft um Leben und den Tod und um sehr ernste Sachen halt. Wobei es sich im ersten auch so ein bisschen noch in Grenzen hält. Es fängt halt, glaube ich, mit jedem Band immer mehr an, tiefsinniger und dramatischer zu werden, würde ich mal sagen. Ich mochte in dem ersten Band auch, wieso lege ich das eigentlich immer weg, wenn ich ständig drüber rede, in dem ersten Band auch Alex und Sarah nicht. Ich habe nicht so richtig verstanden, was das für eine Freundschaft sein sollte, weil sie sich teilweise wie Freunde benommen haben und in anderen Szenen dann echt fies zueinander waren oder irgendwas nicht so Tolles passiert ist. Aber im dritten Band kann ich schon verstehen, wie sie als die besten Freundinnen benannt haben, weil da haben sie sich auch gut entwickelt. Letztendlich kann ich sagen, ich kann es empfehlen, aber es hat mich ganz tief emotional nicht so richtig berühren können, obwohl es richtig ernste Themen und dramatische Szenen hatte. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich hätte das Buch auch zur Seite legen können und eine Woche nicht anrühren können und ich hätte trotzdem nicht so den Drang gehabt, es weiterzulesen. Wisst ihr, was ich meine? Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Bei emotionalen Geschichten hätte ich auch gerne, dass es mich sehr stark berührt und mit hineinzieht. Und das hatte diese beiden Bücher halt einfach irgendwie nicht. Aber trotzdem habe ich es halt nicht ungern gelesen. Ich habe es gelesen und dachte mir so, ja, das ist nett, das kann man machen. Es ist auch irgendwie tiefsinniger als normale Teenie-seichte Komödien, wie so Komödien, Liebesgeschichten und sowas. Aber es hat trotzdem so der letzte Kick gefehlt, dass ich so richtig mit drin war. Ich war halt mehr so die Beobachterin, die es von außen gelesen hat und es ganz okay fand, aber irgendwie ich nicht dran gekommen bin oder es mich nicht berührt hat. Denken, wisst ihr, was ich meine? Das war so ein bisschen schade. Aber ansonsten, wie gesagt, ich kann es empfehlen. Wenn ihr das lesen möchtet, fangt mit dem ersten Band an. Es ist, glaube ich, das Klügste. Außer euch interessieren Spoiler nicht und ihr wollt die beiden anderen Bücher eh nicht lesen. Dann könnt ihr auch das hier einzeln lesen. Das geht auch wunderbar. Wie gesagt, in den ersten ein, zwei Seiten wird schon alles erklärt, was in den anderen Bänden passiert ist und ihr seid auf dem neuesten Stand quasi. Von daher geht das auch. Da in jedem Band eine neue Protagonistin quasi ist, ist das auch okay. Und sonst, ja, ich glaube, ich habe nichts weiter zu sagen. Das war alles, was ich zu diesem Buch gesagt habe. 3,5 Sterne, schaut es euch selber an. Falls ihr Lust drauf habt, ist es wie immer in der Infobox verlinkt. Und ansonsten sagt mir gerne, ob ihr die Reihe kennt, wie ihr sie findet, welches euer liebster Band ist und ob es euch so richtig emotional berühren konnte oder nicht, ob ihr vielleicht geweint habt. Und ja, das würde mich interessieren, ob es anderen so ähnlich geht wie mir oder eher nicht. Und ansonsten sage ich hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Bye, Leute.